Willkommen beim Roger, willkommen bei den Ash Creek Studios. Heute mal ein ganz, ganz tolles Thema, nämlich rund um Audio-Interfaces. Was sollten die denn eigentlich können? Also wenn ich jetzt neu bin und mich mit diesem Thema befasse, dann glaube ich, ist die Marktschwemme riesengroß und am Ende des Tages ist man so verwirrt, dass man eigentlich gar nicht mehr weiß, was man will. Und da möchte ich euch ganz gerne mal durchführen. Ich habe in der Vergangenheit schon mal einen Teil gedreht über Audio-Interfaces, den blende ich euch hier mal ein. Da geht es aber erstmal darum, wie funktioniert das eigentlich, wie sieht die Technik dahinter aus, Verständnis zu erzeugen, zu wecken für diese Audio-Interfaces. Aber heute konzentrieren wir uns nochmal so ein bisschen auf die verschiedenen Merkmale, die Besonderheiten und. Dazu habe ich uns eine Folie mal vorbereitet. Da werde ich uns immer wieder mal ein Stück durchführen und will euch mal ein bisschen erzählen, worauf kommt es denn eigentlich an bei der ganzen Geschichte. Also es geht ja schon damit mal los, dass man sich wirklich überlegen sollte, wie viel Preamps brauche ich denn eigentlich? Ich bin jetzt bei den Mic-Inputs, bei den XLRs. Ne? Also das wäre ja so, wenn ich jetzt tatsächlich nur alleine bin und will, was weiß ich, einfach nur ein Voice-Over machen oder sowas, dann reicht mir möglicherweise ja ein einziger Kanal aus. Wenn ich aber schon Singer-Songwriter bin, dann wäre es gut mit zwei Mic-Preamps zu arbeiten, beziehungsweise man sollte darauf achten, wir kommen aber gleich noch dazu, dass der eine oder zumindest einer davon halt eben auch einstellbar ist für das sogenannte Instrumentensignal oder Hi-Set. Gut, also, wie gesagt, muss ich mir wirklich Gedanken machen, wie sehen denn da eigentlich meine Vorstellungen aus bezüglich der Preamps, die ich nutzen möchte. Ich gebe euch da nochmal ein Beispiel und schwenke mal um. Also ihr seht das Discrete 8, das ist das silberne unten. Das ist zum Beispiel ein 8-Kanal-Interface. Ne? Und oben drüber ist ein Steckfeld und da oben drüber, da wo ihr rechts die 896 MK3 seht, das ist auch ein größeres Interface von Motu. Also hat auch mindestens mal 8 Kanäle. Und wenn ich euch jetzt hier mal was zeige, das habe ich auch schon mal nicht vorbereitet jetzt in dem Fall, sondern einfach nur mal kurz hier hingestellt. Da werden wir natürlich auch noch ein paar Erklärungen nachher durchführen. Also allein die Bauarten sind schon relativ verschieden. Hier ist zum Beispiel eins von der Firma Boss, was ich verwende. Und zwar hat man hier einen neuen Markt sozusagen erschlossen, wo man sich überlegt hat, Mensch, ich bin ja Firma Boss, mache ja unheimlich viel mit Gitarren, Effektgeräten und auch Gitarren-Amps und so weiter, gibt es ja alles Mögliche vom Boss. Und hier haben sie sich Gedanken gemacht, wie kombiniere ich vielleicht bis zu 4 Mikrofone plus der Möglichkeit, dass ich etliches an Gitarreneffekten dabei habe. Plus natürlich die Möglichkeit, natürlich auch Gitarreneingang und solche Sachen zur Verfügung zu stellen. Natürlich auch Line-In. Da mache ich, glaube ich, mal ein extra Video drüber. Das ist jetzt einfach nur mal so zur Erklärung der Vielseitigkeiten, die es aktuell halt ganz einfach gibt. Ich sagte es ja schon, Instrumentenkanal wichtig, wenn ich denn tatsächlich einen Bass spielen möchte oder ich möchte meine Gitarre spielen. Natürlich auch Line-In ist wichtig, weil wenn es denn dazu kommt, dass ich quasi einen Synth habe oder mehrere Synths habe, dann möchte ich ja vielleicht auch diese mit berücksichtigen. Und insofern sind wir schon wieder ein bisschen beim Nachdenken. Wozu mache ich das Ganze eigentlich? Wie soll denn die Ausprägung aussehen? Also an Anzahl der entsprechenden Preamps, ob das jetzt die XLR sind oder ob das die Line sind oder auch meinetwegen ein Hi-Set oder Instrumentenkanal für Bass und Gitarre.
Es gibt da auch wieder Anbieter, die Combo-Boxen zur Verfügung stellen, wo man die Signale dann umschalten kann. Weil ein Mikrofonsignal beispielsweise ist ein ganz anderes Signal als ein Laiensignal oder auch ein Instrumentensignal. Deswegen, ich blende hier auch nochmal um, ist es wichtig, wenn man solche Entscheidungen trifft. Ich gehe jetzt quasi auf die Entscheidung Kombibuchse, dass ich dann hier die Möglichkeit habe, ich zoome da mal ein bisschen rein, ja, dass ich hier die Möglichkeit habe, zwischen einem Mikrofon, Line oder Instrumentensignal wählen kann. Ganz wichtig. Ja, und dann kommt die nächste Frage, die ich mir stellen muss. Brauche ich ein DSP, also ein Digital Sound Prozessor on Board, oder regel ich das alles in der Postproduktion dann über meine DAW? Also Vertreter für DSP beispielsweise, also Onboard Digital Sound Processor, ist zum Beispiel die Firma UAD, Universal Audio, oder aber auch die Jungs von Antelope. Das war ja unten das silberne Gerät. Da muss ich mir jetzt also wirklich keine Sorgen mehr machen. Da habe ich genügend Sachen an Bord, wie zum Beispiel Kompressor und Equalizer und verschiedene Preamps, die ich auch noch simulieren kann. Antelope hat zum Beispiel auch eine Mikrofonsimulation mit dabei, wo ich dann verschiedene hochpreisige Mikrofone tatsächlich dann auch noch simulieren kann. Ja, und wie gesagt, auch bei einer Kaufentscheidung ist es immer wichtig, welches Zubehör wird denn tatsächlich mitgeliefert. Denn viele Hersteller liefern tatsächlich auch eine DAW mit dabei und andere liefern halt eben entsprechende Plugins zusätzlich noch dazu. Und da ist es halt so, da sollte man ein DAW haben, wenn es nur um die Plugins geht. Aber wie gesagt, einige Hersteller bieten auch an, dazu gehört Motu, die halt eben hier eine entsprechende DAW direkt mit anbieten. Es gibt noch andere, vielleicht fällt mir der eine oder andere dann hier noch ein. So, und dann kommt es natürlich auch so ein bisschen darauf an, ein Interface auszuwählen, weil die Sache der Entscheidung liegt ja immer ein bisschen darin begründet, brauche ich das jetzt quasi für Musik und meinetwegen auch Gesang? Brauche ich das vielleicht für ein Streaming, ne, weil ich doch der Streamer bin? Liegt es daran, dass ich vielleicht Podcasts interessant finde und möchte quasi auf die Podcast-Ebene zugreifen und möchte da mitmischen? Mache ich Voice-Overs oder? Also auch hier eine ziemlich komplexe Entscheidung, die ich ja nun erstmal treffen muss, ne? Nicht jedes Interface bedient nämlich alles. Ja? Dürfen wir nicht vergessen. Denn hier, da kommen wir nämlich genau, das ist der Punkt 8 dazu. Loopback-Funktion. Was ist denn das jetzt wieder? Also, wenn ich jetzt ein Loopback nutzen möchte, heißt das im Prinzip, dass ich mir vielleicht Musik oder Hintergründe aus dem Internet laden möchte. Und will das sozusagen in einer Aufnahme zurückspielen. Das ist das Loopback, wird auch oft falsch verstanden. Zum Beispiel Backing Tracks ist eine coole Geschichte, weil ich könnte dann halt eben meine Backing Tracks aus dem Internet laden, könnte dazu spielen mit der Gitarre, mit dem Bass, mit irgendwas und könnte daraus wieder eine neue Aufnahme generieren. Dazu ist das Loopback eigentlich gedacht. Es gibt einige Interfaces, die tun sich mit Loopback ein bisschen schwierig, nur ein bisschen schwer. Und andere, die haben halt eben tatsächlich diese Fahrt, wenn man so sagen will, schon aufgenommen und machen das wirklich super professionell. Ja? Also, wie gesagt, kommt auch hier wieder ein bisschen drauf an, wo wollt ihr hin, welche Richtung wollt ihr gehen, brauche ich Loopback, ja oder nein. Hier auch wichtig, meine Ausbaufähigkeit. Ich habe in der Vergangenheit hier auch schon ein Video gedreht. Ja, das war Beispiel des
Tascams. Da habe ich eine ADAT-Erweiterung durchgeführt, habe euch das gezeigt. Wenn ihr möchtet, guckt euch das an. Ich werde es hier oben auch nochmal verlinken. Das heißt, wenn ich mir noch nicht sicher bin, ganz am Anfang, ob ich später noch weitere Interfaces dazu benötige, ne? Starte vielleicht nur mit zwei oder Anführungszeichen, ne? Nur mit zwei oder nur Anführungszeichen mit vier, dann habe ich, wenn ich den ADAT, einen ADAT-Anschluss mit dabei habe an meinem Audio-Interface, auch später noch die Möglichkeit, zusätzlich meinetwegen nochmal 8 Kanäle dazu zu nehmen. Wie gesagt, wie das funktioniert, das Ganze, extra Video, ich habe es euch da schon eingeblendet an der Stelle. Komme zurück und jetzt nächste Entscheidung, die noch wieder richtig wichtig ist. Was möchte ich denn? Möchte ich jetzt quasi, ich blende hier nochmal ein, möchte ich jetzt quasi tatsächlich mit einem Audio-Interface arbeiten, so in der Art und Weise wie dieses hier, ne? Oder möchte ich tatsächlich mal ein Mischpult-Feeling haben? Das hier deutet es zumindest ein bisschen an. Es gibt super tolle Hybriden, sagen wir mal, die zum einen ein Audio-Interface darstellen, mit dem ich aufnehmen kann, auf der anderen Seite mir aber persönlich ein super gutes Feeling geben, weil ist es dem Mischpult super, super ähnlich. Ja? Tascam Model 12 würde ich euch hier auch nochmal einblenden. Habe ich ein paar Teile drüber gedreht. Wer daran Interesse hat, sich Gedanken zu machen, wirklich mit einem Analog-Feeling sozusagen zu arbeiten, der ist, glaube ich, bei diesen, weiß nicht, 3-4 Teilen gut aufgehoben. Ein bisschen seht ihr das auch im Hintergrund hier. Ich muss da ein bisschen zurückzoomen. Ich habe hier quasi mein großes Behringer unten drunter. Das ist kein analoges Mischpult, das ist ein digitales Mischpult. Aber im Prinzip ist es ja auch so, ich muss auch hier wieder eine Entscheidung treffen, wenn ich denn das möchte, digitale Mischpulte, welche Kanalzüge brauche ich denn wieder, die Menge. Ne? Also XLR und wie viele Lines und Pipapo. Ne? Also ich komme um Entscheidungen ganz einfach nicht drumherum. Ja, apropos drumherum kommen und Entscheidungen treffen. Irgendwie muss ich natürlich auch mal wissen, wo will ich mich denn hin entwickeln? Ja, also ich brauche eine Abtastrate und ich brauche eine Auflösung in Bit. Ganz viele Hersteller von Audio-Interfaces sind schon relativ flexibel unterwegs. Die bieten dann Abtastraten an von 44,1 bis über 48 bis hin zu 96, manche auch bis 192 und so weiter. Die Auflösung in Bit, also 24 Bit Minimum. Es gibt tatsächlich noch den einen oder anderen, der tatsächlich noch 16 Bit anbietet, so wollte ich sagen, in Richtung der Auflösung. Da bitte mal Finger weg, das ist eigentlich Schnee von gestern und schon längst überholt. So, das nächste, was ich mir angucken muss, möchte ich Bus-powered sein, das heißt also, ich brauche kein Netzteil oder ähnliches, kann mit meinem Laptop hochflexibel durch die Gegend ziehen, ja, und habe mein kleines Audio-Interface immer dabei, was powered, brauche nichts weiter, dann ist das die eine Lösung. Ne? Die andere Lösung ist natürlich, gerade wenn die Kanäle mehr werden und wenn ich doch mehr 48 Volt Phantomspeisung brauche, kommen wir auch gleich nochmal drauf, dann kann es durchaus sinnvoll sein, dass ich tatsächlich eine extra Stromversorgung mir gönne oder ein Audio-Interface mir vorstelle in der Kaufentscheidung, was halt eben zusätzlich noch eine Stromversorgung hat. Was reinkommt, muss in der Regel auch wieder irgendwie raus. Also, ne, ich muss mir auch ein bisschen Gedanken machen, wie viele Ausgänge brauche ich denn eigentlich? Beispiel wäre Main und halt eben zusätzlich noch Monitorausgänge, die ich verschiedenst verwenden kann. Zum Beispiel mache ich Main mit einem Lautsprecherpärchen, also Studio-Lautsprechern, die eine eigene Endstufe haben. Und mit dem zweiten oder mit der zweiten Möglichkeit steuere ich nochmal gewisse Lautsprecher an.
die ich vielleicht immer gegeneinander hören möchte. Ne? Also wie verhält sich Pärchen 1, wie verhält sich Pärchen 2, kann man also damit wunderbar machen. Ein bisschen aufpassen würde ich bei Consumer-Pegel. Consumer-Pegel ist kein Studio-Pegel. Da könnte es mitunter ein bisschen Schwierigkeiten geben. Die liegen normalerweise von Haus aus, ich glaube, bei minus 10 dB und unser Studio-Pegel liegt bei plus 4. Also schon ein Riesenunterschied. Und ja, wie gesagt, da wäre ich so ein bisschen vorsichtig und ein bisschen kritisch unterwegs, ob mir denn der Consumer-Pegel da überhaupt an der Stelle etwas nutzt. Wo er wieder Sinn machen kann, ist halt eben bei den Eingängen der ganzen Geschichte. Weil, wenn ich dort einen Consumer-Pegel bedienen kann, das ist in der Regel dann Cinch, habe ich auch die Möglichkeit, einen CD-Player, einen Anschluss zu nutzen, kann den bedienen. Bei Plattenspielern, bei Phones ist es noch ein bisschen anders, die brauchen wieder einen anderen Pegel. Das zeige ich euch aber möglicherweise gleich noch, wenn wir mal so einen Audio-Interface in die Hand nehmen und gehen so ein bisschen ein paar Sachen durch. Zurück, dann interessant natürlich auch unsere Headphones, also unsere Kopfhörer. Bin ich alleine, dann brauche ich logischerweise auch nur einen. Arbeite ich aber sozusagen mit jemandem zusammen, der auch in den Hörgenuss kommen soll, dann ist natürlich ein zweiter Preamp, ach Quatsch, ein zweiter Headphone-Ausgang nützlich. Und insofern auch wieder die Überlegung, reicht denn einer oder brauche ich zwei Kopfhörerausgänge? Dann Punkt 17 wäre die Word Clock. Das ist aber dann schon wieder ein bisschen für den gehobeneren Studiobereich. Word Clock ist eigentlich ein Taktsignal, was man braucht, um digitale Quellen, sagen wir mal, sauber zu synchronisieren, sodass sie nicht auseinanderlaufen, sodass halt eben auch am Ende des Tages der Sound natürlich passt. Wie gesagt, das ist dann schon ein bisschen gehoben, aber wenn ihr auch das plant, dann macht Word Clock Sinn, ist bei mir hier übrigens natürlich auch verbaut in den Racks. Dann kommen wir zu unseren 48 Volt Phantom Power pro Kanal, extra pro Kanal geschrieben. Warum habe ich das gemacht? Naja, es ist so, wenn ich die nicht einzeln schalten kann, sondern sagen wir mal vier gleichzeitig auf Phantom Power lege, weil ich ja ein Kondensator-Mikrofon betreibe, dann ist das mal eine Geschichte. Wenn ich aber tatsächlich auch ein passives Bändchen betreibe, Bändchenmikrofon betreibe, dann ist diese Phantomspeisung schädlich. Heißt also, wenn ich wirklich nur einen Viererblock schalten kann oder sowas und diese Phantomspeisung nicht einzeln einschalten kann, kriege ich bei der Kombination Bändchen und Kondensatormikrofon wirklich Probleme. Ne? Deswegen auch hier die Entscheidung treffen, bin ich mit dem Viererblock okay, passt das für mich, weil ich ja tatsächlich nur Anführungszeichen Kondensatormikrofone betreibe, plus vielleicht dynamische, für die ist das unschädlich. Oder aber muss ich mir tatsächlich Gedanken machen, weil ich ein Bändchen-Mikrofon-Fan bin und zusätzlich auch Kondensatormikrofone betreibe, dann sollte ich auf jeden Fall einzeln schalten können und müssen. Insert. Oh, da muss ich auch was zu erzählen. Also, eine Insert-Möglichkeit ist mal dann interessant, wenn ich sozusagen meinen Kanaleingang noch zusätzlich mit einem Effektgerät unterstützen möchte. Also, ich mache ein Beispiel, ich habe eine Gitarre und meinetwegen eine elektrische, muss es aber nicht sein, ja. Und ich will halt eben meinen prädestinierten Hall-Effekt oder meinen prädestinierten Kompressor oder sonst irgendwas nutzen. Dann kann ich den quasi insertieren. Das ist ein Y-Kabel im Prinzip. Also, insertiere das Effektgerät dann in meinen Eingangssignalweg und kann halt eben dann, so wie ich das möchte,
meine gewohnte Umgebung mitnutzen. Dafür ist dieser Inset gedacht. Auch das muss ich natürlich irgendwo berücksichtigen. Ja, und dann MIDI. Auch wieder wichtig, weil wenn ich jetzt quasi über eine MIDI-Tastatur in meiner DAW später irgendwas steuern möchte, ich möchte verschiedene Pianos meinetwegen simulieren oder sonst irgendwas, dann brauche ich natürlich auch einen MIDI-Anschluss. Also, auch da die Überlegung, brauche ich MIDI, brauche ich kein MIDI. So, und als Bonustipp, als echter Bonustipp, habe ich euch noch was mitgeliefert, und zwar Reamping. Also, das machen auch nicht alle Audio-Interfaces und ist eigentlich auch für, sagen wir mal, den Gitarristen super, super spannend und super interessant, denn er hat jetzt meinetwegen ein gewisses Stück aufgenommen und spielt ein Solo dazu. Solo ist entsprechend auch aufgenommen. Und jetzt möchte er ganz gerne dieses aufgenommene Solo noch einmal über möglicherweise einen anderen Verstärker spielen oder möchte ganz einfach ein bisschen variabel sein, möchte also das alles nochmal durchspielen mit verschiedenen Einstellungen und, vielleicht mit einem anderen Kanal, der vielleicht ein bisschen angezerrt ist oder, die Möglichkeiten sind ja dann grenzenlos und das kann ich natürlich wunderbar mit dem Reamping machen und gleichzeitig, Reamping läuft ja, nehme ich wieder mein Mikrofon, nehme den Verstärker ab und führe das wiederum dem Gerät zu, dem Audio-Interface und spiele das wieder in eine Aufnahme ein beispielsweise. Ja, also das wäre eine ganz coole Sache und ein, glaube ich, einigermaßen praktikables Beispiel für Reamping. Das war der Bonus und jetzt zeige ich euch nochmal anhand eines Beispiels, anhand eines Interfaces, wie so etwas aussehen kann. Ja, fangen wir mal an. Ich habe hier einen SM7B. Das ist ein super, super gain-hungriges Mikrofon. Das ist, glaube ich, schon wieder gewesen unser Teil 1 von unserem Foliensatz. Wie viel Gain brauche ich denn? Was müssen denn tatsächlich meine Preamps leisten können? No, also hier so ein dynamisches SM7B. Braucht ungefähr 59 bis 60 dB Arbeitspegel und das nützt mir alles nichts, wenn denn tatsächlich mein Audio-Interface nur 55 dB unterstützt. Ja, dann wird es halt eben unheimlich leise und dann muss ich schon wieder in die Trickkiste greifen, muss mir dann ein Fathead besorgen, um halt eben da die Pegelanpassung wieder durchzuführen, dass es einigermaßen vernünftig klingt. So, jetzt gucken wir uns das hier mal an. Ich gehe mal dazu ein bisschen in den Zoom. So, hier sieht er quasi schon meine Inputs. Ne? Auch, wie gesagt, in der Kombi-Variante, die kann ich natürlich signalmäßig zuführen. Das hatte ich euch vorhin schon mal kurz gezeigt. Wiederholen wir aber gleich. Hier habe ich die Möglichkeit, meine Headphones anzuschließen. Also meine Kopfhörer. Ihr seht, also zwei gehen auf jeden Fall. Und mal sehen, ob mir das hier so gelingt. Wir machen einen Schnelldurchflug. Das ist quasi hier schon mal oben rechts meine ADAT-Geschichte, die ich erzählt habe. Hier kann ich also tatsächlich dieses Interface nochmal erweitern. Also das ist dann tatsächlich auch investitionsgeschützt, sagen wir mal. Ne? Das hier ist Consumer. Ne? Da kann ich wahlweise einen Line anlegen. Also hier meinetwegen einen Kassettenrekorder oder einen CD-Spieler. Oder halt eben hier auch, wenn ich es umschalte, auf Phono, das wäre dann mein Plattenspieler. Meine Line-Inputs, die habe ich hier. Das könnten jetzt hier Synths sein. Ich habe eine ganze Menge mehr davon. Ja. So, und weil ich kann ja vorne umstellen, hatte ich gesagt. Also Line-Inputs haben wir hier. Dann Insert, das hatte ich euch erklärt gehabt, die Möglichkeit, meine Effektgeräte mit einzuschleifen. Habe hier mein AUX, das ist dann wieder für mein Reamping gut. Ne? Die kann ich dann tatsächlich die Signale hier drauflegen, kann mal Reamping vornehmen. Habe hier meine Speaker, meine Lautsprecher-Ausgänge. Ne? Wie ich gesagt habe, ich kann A, B schalten und so weiter. Ne? Das hier ist noch so intern ganz nett, das ist ein USB-Hub.
habe hier meine WordClock drin, mein MIDI ist da und im Großen und Ganzen war es das eigentlich. Es gibt jetzt hier noch ein paar Spezialitäten, da werden wir aber heute nicht drauf eingehen. Und wer sich für dieses Arturia Audiofuse Studio interessiert, auch da habe ich schon mal das ein oder andere Video gedreht. So, vielleicht noch kurz abschließend, auch wichtig, achtet drauf, dass ihr hier eine gute Pegelanzeige habt, dass die nicht zu kleinrasterig ist, sage ich mal, ja, sondern sie sollte schon schön auflösen können. Umso besser habt ihr nachher die Möglichkeit auszusteuern. Es gibt noch viele, viele andere Sachen wie Mute, ja, also einzelne Abschaltungen der Signale, meine einzelne Zuweisung der 48 Volt und so weiter und so fort. Zuweisung der Speaker. Ach so, das sieht er nicht. Und Zuweisungen der entsprechenden Speaker und. Also das ist wirklich hier schon toll ausgestattet, dieses Audio-Interface. Und damit sollten wir es auch gut sein lassen für heute. Ich hoffe, dass euch das ein bisschen Spaß gemacht hat, dieses Thema. Hoffe, dass ich euch so ein bisschen abgeholt habe, so ein paar Kleinigkeiten erklären konnte, worauf müsstet ihr achten, wo kann man eine Kaufentscheidung treffen, was muss ich berücksichtigen. Schließlich ist es ja alles Geld. Ne? Man möchte ja was tun und dann möchte man natürlich für sein Geld auch das Vernünftige und Passende vor allen Dingen haben. Und wie gesagt, diese Folien können euch so ein bisschen eine Orientierung geben. Und wenn ihr Fragen habt, dann nutzt bitte die Kommentarfunktion. Ich bin da immer relativ schnell und zügig unterwegs. Wenn es euch super gefallen hat, gerne ein Like und ein Abo. Tut meinem Kanal immer gut. Bis dahin, bleibt mir schön gesund. Der Roger von den Ash Creek Studios und Ahoi.